wie lange haben wir denn heute schon? Wollen wir mal aus. 3600. Nee. Ach, vielleicht wird er reichen. Ich zeige ja nur die Höchstergebnisse hier an, deshalb ist er ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir wieder 100.000. Transport von 100 Kiloliter Abwasser nach Uhrenheim. Hey Noah. Ja. Ich beanspruche gerade all dein Wasser. Du brauchst mal mehr Abwasserzeug. Mehr Abwasserzeug? Ja. Nein. Soll ich dir mal sagen, wie viel Überfluss ich hab? Wie viel? 500? Gar nix. Hä? Also hier ist die Kläranlage. Hat 30 von 175. Aber unten rechts steht nur 6,3 Überschuss. Ja, weil ich ja ganz viel von dir nehme. Ich zieh ja, ich hab ja gar keine eigene Kläranlage. Ach so. Ja. Ja, da passt auf jeden Fall noch mehr. Dann nimmst du noch nicht genug. Ich nehme 146 von 146, glaube ich. Ja. Das ist dann natürlich auch Pech für dich. Wieso ist der Pech für mich? Oder nicht? Ja, okay, doch irgendwie schon, ne? So, ich könnte mal über einen Busbahnhof nachdenken, weil wir sowieso so viel Geld haben. Ich will nicht immer hier die Scheiße bauen. Aber du hast recht, ich sollte eine Kläranlage bauen, was ich jetzt auch machen werde. Weil... Wir wohnen da sonst nichts. Ein verlassenes Gebäude. Danke. Ach! Überfüllte Klassen sind bei mir an der Uni schon. Alter. 800 Schüler. Das heißt, wir können einfach noch einen Flügel bauen. Aber wir machen das nicht mehr. Was wollen die denn hier? Kriegt denn dafür Geld? Möchte ich die jetzt vielleicht upgraden? Aber erstmal upgraden wir die. Wuhu! So, eine naturwissenschaftliche Uni wollte ich machen. Ach, ich muss nochmal gucken, das war doch hier naturwissenschaftlich, oder? Mit den Solardingen. Ja, das war naturwissenschaftlich. Jo. Gut. Aber warum willst du das bauen? Weil ich zu wenig Strom habe. Ach so. Verstehe. Ich dachte, dieses große. Ich kann meine Uni, glaube ich, vielleicht sogar jetzt direkt nochmal upgraden, wenn ich Glück habe. Dann kann ich direkt an einem Tag zweimal meine Uni upgraden. Ich habe noch zwei Vorlesungstermine. Ja, könnte sogar klappen, wenn am letzten Vorlesungstermin wieder so viele kommen. So naturwissenschaftlich. Der Bereich kommt dann noch hier hin. Forschungsprojekt starten. 62.000 kostet das. Was? Ne, hier. Boah, das läuft so gut gerade, Mann. Das macht mich richtig glücklich. Das heißt, heute könnte ich sogar schaffen, die 100.000 zu knacken. Wäre natürlich geil. Ich glaube, dadurch, dass meine Bürger so intelligent sind, gliedern die sich auch schneller wieder ein. Weißt du, was ich meine? Dass die Verbrecher gliedern sich immer mal schnell wieder ein. Das ja, kann natürlich gut sein. Ich glaube, so eine Universität, das ist ziemlich schlau, so ein Scheißteil. Ja, ist auch bei mir ganz gut gelaufen beim ersten Mal. Ich meine, wenn du die ganze Zeit über
renne rum, ich komme mit einem Feuerwehrwagen aus in meiner Großstadt mit 100.000 Leuten. Theoretisch könnte ich mir gleich auch eine große Feuerwehr und eine große Polizeiwache machen. Das wäre natürlich ganz praktisch, obwohl eigentlich brauchst du ja nicht, ne? Ich meine, davon, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Bei mir ist eher das Problem Wasser, Strom und Abwasser. Da bin ich eigentlich überall im gelben Minusbereich. Weiß ich nicht, was ich da tun kann. Ja, ich auch nicht. Naja, zur Verfügung stellen, ne? Ja. Ja. Was willst du sagen? Nur, dass das nicht weitergeht. Also, er braucht noch eine. Ne, also bei die Abwasser, da nimmst du, glaube ich, schon voll viel von mir. Ja, nämlich alles, was geht. Bei Mein Wasser nicht. Flughafen funktioniert auch endlich. Bei Wasser nimmst du nicht alles. Da habe ich noch 100 im Überschuss. Genauso bei Strom. Ich glaube, das brauchst du. Das kann ich dir nicht abkaufen. Wenn ich das Kauf im dir Überschuss zumindest. habe. Na, wenn du das 100 im Überschuss hast, das ist vielleicht zu wenig. Stimmt, weil Überschuss ist immer zu wenig. Ja, aber wenn du dann. Ich nehme ja also viel wie ich kann. Ich verstehe das aber auch nicht. Warte, Wasser 0 Kilostunden von 87. Und Dann Strom ist immer so 13. geil, wenn einmal so ein großer roter Punkt von dir auf meine Abwasseranlage zukommt, ey. Braun. Ja, braun. Möchte nur kurz gesagt haben, ein bisschen besserwisserisch. Okay. Ich glaube, ein. Habe ich da, wo die Grundschule ist, gar kein Gebäude ausgerichtet? Und die Uni können wir wieder upgraden. Was willst du denn für ein Upgrade haben? Ich glaube, jetzt bin ich gerade wunschlos glücklich. Aber vielleicht könnte ich die sogar. Windturbine brauchst du nicht, ne? Machst du so Atomkraftwerk oder so ein Scheiß? Nein, Brauchst du einen sauberen das möchte ich Ölgenerator? nicht. Einen sauberen Ölgenerator? Britisch auch nicht, weil es direkt aus der Stadt fliegt. Ja, okay, gut, dann brauche ich jetzt. Ich muss ja eh erstmal hier den Quatsch machen. So, das checkt hier auch. Alter, das läuft richtig gut gerade bei mir. Wo ich natürlich ein bisschen gucken muss, ne? Ich immer genug Strom habe und so ein Scheiß. Alter, mein Casino ist komplett voll. Also mein teures Casino, ne? Und meine kleinen Casinos. Ja, sind nicht komplett voll. Aber die machen. 1000 pro Stunde, ne? Mache jetzt nicht nennenswert Gewinn. 200 pro Stunde eigentlich, aber durch das große mache ich 4000 pro Stunde Gewinn. Aber ich brauche in 2 Stunden noch 30.000 Gewinn. Ey. Vielleicht muss ich nachher mal überlegen, noch das größere Casino zu bauen. Oder einfach mal so ein Satz. Sci-Fi, keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Science Fiction, nenne ich das jetzt. Science Fiction Casino. Aber das funktioniert natürlich heute noch. Da wäre ja nicht richtig geil, wäre das. Ja, war echt ganz schön geil. Aber jetzt ist gleich 0 Uhr. Und bis dahin werden wir nicht genug geschafft haben. Vielleicht am nächsten Tag. Ich möchte jetzt eigentlich kein so teures Casino bauen. Das noble Casino sollte eigentlich reichen, aber ich will ein zweites davon, wäre natürlich eine Idee. Aber dann weißt du nicht, ob das denn vielleicht Konkurrenz ist und ob die sich dann nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Jetzt habe ich 426.000. Das heißt, das könnte mir eigentlich scheißegal sein.
So, jetzt ist erstmal keine Veranstaltung angesagt, sondern eher gesagt ein Kredit. Annehmen und annehmen. So, ich möchte jetzt gerne ein Empire State Building haben. Und zwar genau hier. So, ich muss jetzt gleich runter essen gehen, ne? Ja, okay. Aber das Empire State Building will ich nur bauen und dann können wir erstmal von heute aus machen. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz ich habe. Das heißt, wir reißen das Ding ab. Nehmen 3 Kredite auf. Damit haben wir 541.000. Kultur. Dann gehen wir hier, Empire State Building, 575.000. Das heißt, eine Stunde noch und wir haben den Scheiß. Räuber queren Grenze von Hurenhain. Ey, du musst unbedingt den Namen ändern. Okay. Oder wo ich das... Wieso? Irgendwie weiß ich nicht, deshalb brauchen wir die ganze Zeit Huren zu sagen. Jetzt übertreibst du wahrscheinlich. Dann nicht. Jetzt übertreibst du wahrscheinlich richtig, ne? Ich hab überhaupt nicht übertrieben. Nur weil das bei meiner Stadt überall brennt, habe ich das jetzt Burningham genannt. Ja, okay, das passt. So, Alter, bei mir sind gerade wieder 6 Brände im Gange. Wir können ja nachher, wenn ich gegessen habe, obwohl da soll ich noch was für Schule lernen. Ja, aber ich habe keine Lust, was zu lernen. Also merkt euch das. Nie lernen. Lernen ist scheiße. Ist ja auch so. Lernen nicht. So, Empire State Building steht. Sollte ja neue Touristen locken und damit sollte das dann auch morgen klappen. 100.000 gewinnen. Hier. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und damit bis zum nächsten Mal bei Let's Play SimCity. Ja. Diesmal sogar ohne, dass mir die Festplatte vorläuft. Viel Spaß noch bei euren anderen Let's Plays oder so. Ciao.